So, hallo ihr Lieben, weiter geht's jetzt hier im Mundsicheldorf bei Pamela, die Quest um Professor Haydn und seine Spinne Alberta. Ja, Pamela, Ximena, du kommst genau richtig. Die Bienen spielen im Dorf völlig verrückt. Wir müssen etwas tun, jetzt. Ja, ich habe ja auch das Zuckerwasser mit dem Nektar, diese tolle Mischung vom Professor dabei. Könnte Haydn uns helfen? Wie du sehen kannst, spielen die Bienen verrückt. Oh, Alberta, grrr, wenn ich sie in die Finger kriege, bringe ich ihr erst einmal die eine oder andere Sache bei. Ich habe ihr unzählige Male gesagt, dass sie meine Biene nicht verärgern soll. Du hast recht, Ximena. Ich habe keine Zeit, um jetzt auf Alberta sauer zu sein. Nicht in diesem Chaos. Was? Du sagst, dass die Zuckermischung die Bienen beruhigen soll? Aber wie sollen wir sie ihnen geben? Was für eine schlaue Idee, Ximena. Ich habe noch gar nicht daran gedacht, dass man sie in eine Sprühflasche füllen kann. Bist du sicher, dass du es riskieren möchtest, sie damit zu beruhigen? Danke. Nimm die Sprühflasche und besprüh die Bienen. Hoffentlich klappt es und sie beruhigen sich. Ich will vor allem erstmal aus diesem Geknüppel hier raus. Wo sind denn jetzt die Bienen? Die müssten doch jetzt hier unten im Dorf sein, ne? So. Oh Gott, hier ist ja die Hölle los. Wo ist die Sprühflasche? Ah, gesprüht. Vielen Dank. Ja, bitte. Scheint ja gewirkt zu haben. So. So. Scheint tatsächlich zu klappen. Mal gucken. Da läuft noch jemand. So. Und da ist noch jemand. Na, bleib hier. Nun, komm doch mal in meine Richtung. Ich kann dir doch nicht helfen, wenn du vor mir wegläufst, Mensch. Stopp. So. Ja, bitte gerne. So, dann wollen wir mal wieder zu Pamela hoch. Alberta haben wir ja bisher noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Wir hören immer nur von ihr, ne? Ich bin ja wirklich gespannt in so. Ich weiß nur nicht, ob ich sie dann sehen möchte. Na gut. So. Puh, das war wirklich knapp. Aber jetzt sind alle Bienen wieder im Garten und summen fröhlich um ihren Bienenstöcke herum. Danke für die Hilfe, Ximena. Vielleicht kann man jetzt endlich etwas Ruhe und Frieden haben. Tut mir leid, Ximena, ich weiß nicht, wo Alberta ist. Oh, hast du das gehört, Ximena? Nö. Okay. Uh-oh. Na? Die arme Kelly sieht ja schon reichlich verängstigt aus. Seufzt. So lange hat er Frieden gehalten. Seufzt. Klingt so, als ob Kelly wieder am Start ist. Ximena, könntest du vielleicht rüberreiten und sehen, wie es bei Kelly läuft? Oder sie zumindest fragen, ob sie sich ein wenig beruhigen kann. Ha? Ob das gefährlich ist? Ich kann dir versprechen, bei Kelly ist alles immer sehr chaotisch. Gefährlich und chaotisch. Haha. Danke, dass du mal nach ihr schaust. Okay. Naja, gut, aber wenn da jetzt irgendwie so eine Spinne. Ich weiß ja nicht, also. Okay, ich sag mal, hysterisch schreien tue ich dann vielleicht nicht, aber. Warte mal, das war doch jetzt hier unten. Ja. Ein Schrei in der Stadt. Schluchz, buh, schluchz. Oh mein Gott, die Arme. Weißt du, wie knapp das war? Ich konnte gerade so entwischen. Wah, schnief. Du willst wissen, was passiert ist? Diese Alberta. Sie ist passiert. Ich war gerade dabei, sie zu streicheln, schnief. Und auf einmal tauchten aus dem Nichts ihre Fangzähne auf, schnief. Ich konnte ihnen nur mit Mühe und Not entkommen. Wo sie jetzt ist, schnief. Ich wurde fast zu Tode gebissen. Du willst wissen, wo der Haarball hingelaufen ist? Und wenn du es unbedingt wissen willst, sie ist hinter das Haus gelaufen, wo Herr Pirsch normalerweise ist. Hinters Haus. Da. Herr Pesch steht da, ja. Und versteckt sich.
Aber wo ist Alberta? Oh nein! Ah, wie niedlich! Eine lilafarbene Spinne mit rosa Schleifchen. Och Gott. Ja, das ist ja mal. Ach nee! Alberta! Das muss Alberta sein. Alberta wirkt etwas nervös. Du kannst keine Fangzähne entdecken, so wie Kelly sagt. Vielleicht solltest du sie nehmen und zurück zu Professor Hayden bringen. Ja. Alberta präsentiert ihre großen Fangzähne und du kannst in letzter Sekunde entkommen. Aha. Und nö? Und jetzt? Moment. Wo müssen wir denn jetzt hin? Herr Persch will ja nicht mit uns sprechen. Kelly auch nicht. Ah, da oben, Pamela. Vielleicht hat Pamela ja auch eine Idee, wie man Alberta so ein bisschen beruhigen kann, dass wir sie da einsammeln können. Schon zurück? Hast du den kleinen Nitznuss Alberta gefunden? Ja, schon, aber die hat nicht so wirklich Lust, kooperativ zu sein. Was? Du sagst also, dass Alberta versucht hat, dich zu attackieren? Du machst Witze, Ximena. Also, naja, natürlich glaube ich dir. Versteh mich nicht falsch. Auch wenn ich sie nicht so sonderlich mag, hätte ich niemals gedacht, dass sie jemanden attackiert. Alberta war schon immer frech und ist immer nur auf Unsinn aus. Sie ist alles, aber doch nicht aggressiv. Du willst den Rest der Zuckermischung haben, sagst du? Klar, was brauchst du dafür? Was für eine tolle Idee. Wenn es die Bienen beruhigen konnte, dann vielleicht auch Alberta. Du kannst zumindest versuchen, ihr etwas davon zu geben. Mal sehen, was passiert. Ja, mal sehen, was passiert. Dann hoffen wir mal, dass es sie wirklich beruhigt und nicht noch aggressiver macht, ne? Das wäre ja dann nicht so wirklich schön. Also, so, gucken hier. Upsa. Ja. Nu, Nordwind, richte ich mal nicht auf. So, Alberta, Zucker, Mischung, wo bist du denn? Also, ich sehe das auch, wo zu wachsen, aber. Wo ist Alberta jetzt? Sie war genau hier. Ja, eben. Alberta muss davongelaufen sein und sich versteckt haben, nachdem du zu Pamela gegangen bist. Aber du hast im Gefühl, dass sie nicht weit gekommen sein kann. Du hast ein seltsames Gefühl. Am besten findest du sie so schnell du kannst. Ja, suchen wir mal nach Alberta. Okay. Also, suchen wir gleich nochmal hier. Gib Alberta die Zuckermischung, damit sie sich beruhigt. Beeil dich, bevor sie davonläuft. Ja. Haben wir sie jetzt auf Anhieb gefunden? Ja, krass. Du siehst, wie Alberta an der Nektarmischung leckt. Zusammen kehrt ihr zu der Stelle zurück, an der du sie zuerst gesehen hast. Vielleicht kannst du sie bald schon nach Hause bringen. Ja. Jetzt sitzt sie da. Gut. Na. Alberta scheint sich beruhigt zu haben. Sie schaut dich mit ihren großen gelben Augen an und du hast im Gefühl, dass sie jetzt nur noch nach Hause möchte. Du solltest sie auf dem Rücken von Northwind setzen und sie nach Hause zu Professor Hayden bringen. Spinne auf dem Rücken. Oh. Aber okay. Machen wir bei Alberta doch mal eine Ausnahme. Sie ist ja wirklich niedlich. Also irgendwie so, finde ich. Oder? Doch, sie ist schon niedlich. Sie ist nicht so zum Fürchten wie diese großen schwarzen Spinnen, die man so hin und wieder mal irgendwo sieht. Die finde ich dann nicht so wirklich schön. Na, dann reiten wir mal mit Alberta auf dem Rücken. Zu Professor Hayden zurück.
Dann wird er sich ja wahrscheinlich doch sehr freuen, wenn er sein Spinnchen hier wiederbekommt, sein heißgeliebtes Haustier. Was war jetzt hier bitte? Okay. Naja. Ja, Haustiere sind ja was Schönes, aber Spinnen und vor allem in der Größenordnung, aber okay, die Farbe reißt es dann wieder raus. So, also heute stehen hier aber viele Bäume rum. Professor, ich habe die Spinne. Große gelbe Augen, Anforderungen erfüllt, scheint auch schon wieder runter zu sein. So, schlagen wir uns mal wieder durch zum Professor. Alberta, meine kleines Zuckerstück, wo hast du nur gesteckt, kleine Prinzessin? Ja, die hat im Mundsicheldorf etwas für Unruhe gesorgt, lieber Professor. Mein Zuckerstück, wo bist du nur hin? Nanu, aber Alberta, ich bin es doch, warum zischst du mich so an? Ist dir vielleicht kalt, mein Zuckerstückchen? Natürlich soll es dir nicht kalt sein. Ruhig, ganz ruhig, Zuckerstück, ich hol dir eine Decke. Mein kleines Prinzesschen, ich hol die Decke, bleib ruhig. Oh, sorry, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ich soll wohl den Rucksack beim Zelt holen. Warte mal, hol Albertas Decke aus, Professor. Ja. Ja, mal darüber. Warte mal, hier war doch was. So. Hier hast du sie, meine kleine Prinzessin, deine Lieblingsdecke. Ruhig, ruhig. Ich leg sie dir um. Ach Gott, ist er nicht süß. Au, aber Alberta, was machst du? Ich dachte, du willst eine Decke, aber du bist so durstig oder hungrig oder was sagst du, Ximena, mit Alberta soll etwas nicht in Ordnung sein? Nur weil sie keine Decke will, heißt das nicht, dass sie etwas nicht mit ihr stimmt. Würdest du bei dieser Hitze eine Decke haben wollen? Eben. Zuckerstück, hab keine Angst. Ich wollte nicht laut werden. Du brauchst keine Decke, wenn du keine möchtest. Willst du etwas essen? Vielleicht kann ich dir einen schönen Tee machen. Oder wir schauen uns zusammen Frösche an. Willst du nach Fröschen suchen? Ach Gott, ist ja niedlich. Mit Alberta ist alles in Ordnung, Ximena. Wenn du so etwas sagst, kannst du doch gleich gehen. Ich und Alberta gehen auf Froschsuche. Du kannst es kaum abwarten, was? Am besten kommst du morgen wieder, um sicherzugehen, dass alles okay mit Alberta und Professor Hayden ist. Ja, ihr Lieben. Wow. Was ein aufregender Tag mit Alberta und Professor Hayden und aber so eine lila Spinne mit rosa Schleifchen im, ja, im Haar, ne? Ist ja auch mal was ganz Neues. Ja, ihr Lieben, das war's dann jetzt erstmal von mir. Morgen geht's dann wieder weiter mit der Quest. Jetzt müssen wir erstmal eine Nacht ausruhen. Und vielleicht ist ja Alberta dann ein bisschen entspannter. Und vielleicht hat sich auch der Professor so ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, der kann gar nicht anders, oder? Ihr Lieben, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.